Herr Weber, Sie haben das Projekt, das sich mit der Situation von Schwerkranken in Notfallsituationen befasst. Um was geht es da ganz genau? Es geht darum, dass Patienten, die eine schwere Krankheit haben, genau wissen schlussendlich, wie man vorgehen soll, wenn eine Notfallsituation auftritt, wenn also plötzlich massive Schmerzen da sind oder wenn man bricht, wenn man einen Krampfanfall hat. Und bei der schweren Krankheit weiss man sehr häufig, was für Notfallsituationen mit grosser Wahrscheinlichkeit werden auftreten. Es gibt dann aber verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und die kann man mit dem Patienten eben vorbesprechen. Welche wünscht er in so einer Situation? Was sind Vor- und Nachteile von diesen Behandlungsoptionen? Und so kann man nachher eben ganz spezifisch auf die Wünsche des Patienten eingehen und sagen, wenn ein Patient jetzt zum Beispiel bei einer Lungenentzündung sagt, ich will einfach keine Atemnot, dann gibt man Mittel, dass er die Atemnot nicht mehr spürt, aber wahrscheinlich auch früher stirbt. Wenn er aber sagt, ja, mir liegt viel daran, dass ich doch noch nächsten Sommer kann erleben, dann tut man vielleicht eben Antibiotika geben und dann wird die Lungenentzündung mit grosser Wahrscheinlichkeit behandelt. Das Grundproblem von der schweren Krankheit wahrscheinlich eben nicht, oder? Jetzt, wie gehen Sie genau vor, wenn Sie jetzt so einen Patienten vor sich haben in so einer schwierigen Situation, der weiß, er wird nächstens einmal sterben und Sie müssen jetzt mit ihm eigentlich die Alternativen ausschaffen? Die meisten Patienten haben schon so eine Notfallsituation erlebt. Wir beraten die Patienten meistens im Spital. Häufig sind sie gerade jetzt auch wieder ins Spital gekommen, wegen so einer Notfallsituation. Und von dort her sind sie natürlich auch sehr interessiert, solche schlimme Situationen in Zukunft zu vermeiden. Und wenn wir ihnen dann können sagen, wie sie sich müssten verhalten, was für Medikamente sie müssten nehmen, wie sie die müssten nehmen und ihnen die gerade schon mitgeben und die Angehörigen instruieren, dann gibt das den Patienten eine grosse Sicherheit, dass sie, wenn wieder mal so etwas kommen sollte, rasch und wirksam können handeln. Jetzt haben Sie ja ein paar Beispiele gezeigt und Sie haben auch gezeigt, wie sich das auswirkt. Was sind jetzt die ersten Ergebnisse von dem Angebot, das Sie da entwickelt haben? Was wir klar gesehen ist, wir haben wahrscheinlich nur noch halb so viel oder weniger als halb so viel Hospitalisationen am Lebensende. Wir haben auch viel mehr Leute, die bis zum Schluss zuhause bleiben und schlussendlich zuhause sterben, was sich ja die meisten Leute wünschen. Was ist jetzt der Vorteil für den Patienten, wenn er sich so einem Prozess, so einer Notfallplanung mit Ihnen unterwirft? Der grosse Vorteil ist, dass er bei so einer Situation eben selber handeln kann, nicht muss warten, bis irgendjemand kommt und vor allem auch, dass es nachher so läuft, wenn er sich das wünscht. Also sagen, wenn jemand eben nicht mehr ins Spital will, kann man das, den Wunsch erfüllen. Er kann dann tatsächlich in den meisten Fällen auch zu Hause betreut werden, wenn das gut vorbereitet ist. Oder aber auch umgekehrt, wenn jemand ins Spital will, dass man das sehr schnell und am richtigen Ort kann dann realisieren. Das heisst also konkret, ich kann nicht nur irgendeine Verfügung, wie das weitergehen soll, sondern ich kann ganz konkret auch Sachen vorbereiten, die mir in dieser Situation dann helfen. Genau, also im Unterschied zu einer Patientenverfügung geht es nicht nur um Situationen, wo man nicht urteilsfähig ist, sondern generell um Notfallsituationen, wo man rasch sollte handeln. Da ist man vielleicht schon noch urteilsfähig, aber wenn man jetzt starke Schmerzen hat oder einen Darmverschluss hat und er bricht, ist es einfach dann schwierig, um sich solche Entscheidungen durch den Kopf gehen lassen und wirklich einen guten Entscheid zu treffen. Und darum, wenn wir das im Voraus schon besprechen mit den Leuten, dann kann man nachher eben das gut vorbereiten, Medikamente, die Leute auch organisieren, die es braucht, um dann die nötigen Massnahmen rasch zu treffen. Also für Patienten ist es in der Regel eben auch weniger Leiden, raschere Behandlung von auftretendem Leiden und Erfüllen von Wünschen am Lebensende. Jetzt hat sich das System eigentlich bewährt. Sie möchten das weiter ausbauen. Was sind jetzt Ihre nächsten Schritte? Wir möchten jetzt das als strukturiertes Beratungsangebot entwickeln, IT-gestützte Beratung dann auch und eine Schulung für Fachleute, die Patienten können beraten können. Und was wir jetzt brauchen, ist vor allem auch noch ein bisschen Geld, um die IT zu programmieren und die Schulungskurrikula zu entwickeln und nachher auch, um das können operationell umzusetzen. Ja, da wünsche ich Ihnen viel Glück. Merci vielmals. Danke.